Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier in der Goldmine. Hey, ich bin in Ordnung, aber Pathos ist ziemlich am Ende. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. In der Goldmine der Banditen, Hey, wollte ich gerade sagen. was willst du? Ich bin nur ein gefangener Arbeiter. Ich habe nichts getan. Nichts getan? Noch nicht mal Gold gehackt? Na, das muss bestraft werden. Ach nee, warte mal. Nicht Ich plündern. bin ja hier gar nicht der Sklaventreiber, Nichts ne? zu holen. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Mir scheint, der hier ist ein bisschen depressiv. Halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Aber keine Sorge, ich helfe dir. Hier, trink das. Danke. Das hat mir gut getan. Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Ich frage mich ja. Ich habe ihm gerade den kleinsten Heiltrank gegeben, den ich hatte. Ich frage mich, was passiert, wenn ich ihm einen größeren Heiltrank gebe? So der Hey, Vollständigkeit du. halber, Was willst du? will ich nochmal mit den beiden hier reden. Hey. Hey. Genau, das hatten wir, damit das hier nicht verloren geht. Und dann will ich doch mal schauen, was passiert. Ja, okay, man sieht auch an seiner Lebensleiste, er ist ein bisschen angeschlagen. Und jetzt gebe ich Hier, trink. ihm mal den größten Heiltrank, den ich habe. Was? Danke. 150? Moment, habe ich da jetzt was verwechselt? Ach, Essenz ist der kleinste. Ich habe ihm vorhin tatsächlich den größten gegeben. Okay. Das, ja. Hätte ich mir eigentlich auch vorher denken können. So, mit den beiden, da ist nichts zu holen. Die sagen nur irgendwas. Quests oder so gibt's da nicht. Dann mache ich hier mal eben noch Hier. das, was ich ursprünglich gemacht habe. So, 450 Erfahrung. Und, aber guck mal, der ist ja immer noch angeschlagen. Wie geht's? Dank dir geht es. Ja, aber. Wie geht's? Dank dir. Der ist immer noch angeschlagen. Ich würde ihn ja gerne noch weiter hochheilen und noch mehr Erfahrung kriegen. So, Patrick hier ist der Vorsteher, mit dem würde ich mal zuletzt reden. Erstmal hier die Erfahrung schnappen, immerhin ganze 20 Punkte. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Nein, außer den beiden Fleischwanzen und der Kerze nichts. Dann Hey. hätten wir hier noch Monty. Kenne ich Monty nicht noch aus dem ersten Teil? Ich glaube schon. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Nun, der Einschlagwinkel ist entscheidend für eine solide Hackerei. Nicht zu flach und nicht zu steil. So kommst du an die Nuggets und deine Spitzhacke hält ewig. Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Okay. Also ich bin gespannt, was Patrick Hey, hier jetzt du. so zu erzählen hat. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber. Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt ihr von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. In Ordnung, ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht und ist dabei Das ist der draufgegangen. Fischer. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Eine Begnadigung von Raven. Soll ich euch etwa eine Begnadigung von Raven holen? Das wäre nicht schlecht. Ja. Aber das kann nicht der Plan sein. So sieht's Sieh aus. einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Okay, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als. Was? Was hast du? Wenn Bloodwing gereizt wird, verliert er die Kontrolle. Das wird bestimmt nützlich sein. Ja, der ist ja schon erledigt. Banditen haben eine Goldmine. Hammerschnaps.
Moment, was? Snuff braucht Schnaps, hat mir das Rezept gegeben. Wollte nicht der eine Pirat Rezepte von mir? Der Schnapsbrenner? Samuel? Ich dachte schon, ja. Hey. Wie kriege ich hier... Ich kann ihn darauf ansprechen. Ja, dann wird er mich wahrscheinlich angreifen. Und ich fürchte, dann werden mich alle angreifen. Und deshalb würde ich, bevor ich das hier in Angriff nehme, mal nochmal die Mine komplett zu Ende erforschen und mit allen reden. Zumindest mit allen, die einen Namen haben. Das war keine große Sache. Weißt du was über die Gruft? Ja, die Gruft liegt hinten in diesem Gang. Immer den Leichen nach. Da wirst du sie schon finden. Oh, schön, den Leichen nach. Wie sieht's aus? Schade, dass wir nur noch so wenig Sklaven haben. Wir müssen bald mal neue holen. Die Typen sind schon völlig kaputt. Liegt wohl daran, dass sie so wenig zu fressen kriegen. Okay, ja. Aber eher schicke ich die Butler wieder an die Arbeit, als dass ich den Hunden ein Stück Fleisch abgebe. Ich wollte ja gerade sagen, ihr könntet die ja einfach ein bisschen besser füttern. Und ein bisschen auf sie aufpassen. Und dann würden die auch ein bisschen länger halten, ne? Okay, ich brauche 75 Mana, wenn ich das mal so sagen darf. So genau so ein. Und hier sieht es aber so dunkel und gefährlich aus. Da würde ich gerne mit meinem Zauber durchgehen. Ach so, den Leichen nach. Natürlich, hier geht's zur Gruft. Verstehe. Was haben denn die ganzen Sklaven alle dabei? Nicht wirklich was, nur ein bisschen altes Geld. Was ist das da? Da scheint die Sonne ein bisschen rein, okay. Ein goldener Ring. Den würde ich doch gerne mitnehmen. Und hier liegt auch ein Skelett mit einer Sichel. Okay, Sichel ist jetzt nicht so wichtig und so, ne? Aber egal, ich nehme es mal mit. Vielleicht kann ich es ja verkaufen für 1-2 Gold. Okay, da oben gibt es irgendwie nichts, da wo ich gerade war. Nichts zu holen. Mein Brot, das ist bestimmt ganz lecker, wenn das hier bei dem Toten lag, so lange. Gut, fairerweise muss ich sagen, ich weiß nicht, wie lange es da lag. Aber, naja, trotzdem. Vielleicht ist es ja noch frisch. Aber halt nur vielleicht. Okay. Hier links sind zwei Särge. Da wollte ich gerade gucken, was drauf liegt. Tut's aber nicht. Das erinnert mich ein bisschen an die eine Gruft unter der Krypta. Bei dem Söldnerlager in Korinis. Da gab es ja dann auch so Grabwächter. Und es ist ja einer erschienen, als ich dann die Truhe geöffnet habe. Hier finde ich allerdings einen Trank, eine Spruchrolle, noch einen Trank. Und das war's irgendwie. Wahrscheinlich ist hier schon alles erledigt und geholt. Durch Raven oder Bloodwyn oder beide oder ihre Leute, ihre Schergen. Nun denn, gibt's hier oben noch irgendwas? Sieht nicht so aus, okay. Dann wäre ich hier sozusagen fertig in der Gruft. Das war ja überraschend wenig. Ich dachte eigentlich, da gäbe es noch was für mich. Weißt du da vielleicht mehr? Das hätte er doch besser wissen müssen. Nicht mehr als vorhin. Das. Okay. Glaubst du wirklich? Dann ist die Mine ja ganz schön klein hier, ne? Wenn das hier schon das Ende ist. Butler, Koch. Oh, ein Koch, guck mal. Wie sieht's aus? Ich koche hier leckeren Eintopf für die Butler und die Wachen. Für die Wachen? Aber die Sklaven, die kriegen nichts. Höchstens mal etwas schalles Wasser und altes Brot. Das kann diesen Typen aus der Stadt nicht schaden. Ach so, ich verstehe, die Butler sind nicht... Ja, ja, okay, kapiert, kapiert. Es gibt hier drei Gruppen von Menschen. Die Wachen, die Butler und die Sklaven. Deswegen hat die Wache vorhin auch gemeint, er schickt lieber ein paar Butler. Die Sklaven sind dann also die, die sie aus der Stadt entführt haben, und die Butler sind aber freiwillig hier. Na klar, und natürlich schinden sie die, die sie entführt haben, weil, ne? Das liegt auch daran. Warum auch nicht? So, ich mache hier mal die Leerbeutel auf. Ansonsten, was habe ich hier noch? Honigtabak. Ich kann das ganze Zeug verkaufen irgendwann. Gut, bevor ich mich hier jetzt mit den Wachen anlege, würde ich dann halt vielleicht doch mal meine Goldnuggets hier verticken. Ich meine, ich könnte sie verkaufen für... Wie viel sind sie wert?
Wo sind wir denn die Goldnuggets? Hallo? Goldnuggets? Da. Goldnuggets. Goldbrocken 18. Das heißt, ich kann sie für 9 verkaufen. Das ist kein Geheimnis. Ich glaube, hier bei dem Goldschmied kriege ich 10. Also immerhin ein kleines bisschen mehr. Hey! Lass uns tauschen. Schau mal, was passiert, wenn ich ihm einen gebe? Kann ich dann den Preis nochmal verhandeln? Kannst du... Achso, nee, die will ich nicht... Nein! Cardi! Die will ich nicht nochmal hören. Lass uns tauschen. Okay, hier, nimm alle. 430 Gold, vielen Dank. Lass uns tauschen. Du hast aber keinen Goldbrocken dabei. Das ist richtig, das hast du gut gemerkt. Ich wollte gucken, ob er es merkt, aber ja, tut er. Okay, also, dann hätten wir hier drin 2, 3 Wachen. Sowas, ne? Also hier ist eine, weiter oben ist nochmal eine. Das ist kein Geist. Ist hier unten nochmal eine. Ich glaube, das war ein Butler beim Kochen, genau. Okay, ich würde mich hier von unten nach oben arbeiten, um sozusagen den Rücken frei zu haben, damit ich nur von einer Seite von heranstürmenden Wachen angegriffen werde. Meine Meinung kennst du ja schon. Los geht's. Leg dich nie wieder mit mir an. Lass dir das eine Lehre sein. Okay. Das lief jetzt irgendwie nicht so gut. Wer kam denn da zur Hilfe? Butler, wie es aussieht. Aber ich frage mich, wenn die Butler auf seiner Seite stehen, warum wurden sie dann bewacht? Das verstehe ich nicht. Ich hätte das nicht gemacht. Gut, vielleicht ist diese Wache hier auch nicht mein Feind. Letzten Endes bin ich ja hier, um die Sklaven zu befreien, nicht die Butler. Und da ist natürlich dann die Sklavenwache im Weg. Die kann ich immer darauf ansprechen, die Sklaven freizulassen. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf! Bladwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven, also hat er das Recht, sie freizulassen. Bladwin ist tot. Außerdem hat Torus da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich habe Bladwin umgelegt, genau. Hier, reicht das? Steck das wieder weg! Das will ich nicht sehen! Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal! Bladwin ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Torus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bladwin gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Torus niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Ach, herrje. Das klappt also nicht hier alleine mit Bladwins Kopf. Vielleicht muss ich ihn einfach doch mal angreifen. Was? Wer greift mich denn da an? Sklaven? Leg dich nie wieder mit mir an. Greifen mich Sklaven an, wenn ich ihre Wache, die sie gefangen hält? Ihr seid so dumm. Das ist doch bescheuert. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe jetzt volles Mana. Ich hau den erstmal von hinten dreimal an. Dann sollte ich den umlegen können. Vielleicht kommen die auch nicht so schnell hier rein. So, das sieht doch gut aus. Naja, okay, vielleicht auch nicht. Oh mein Gott. Wie sie einfach reinhauen. Diese dämlichen Wachen. Dabei habe ich mir extra schon die schwere Rüstung geholt. Na gut. Dann werde ich ja mal eben doch... Das waren die drei, die ich hier vorhin reingeholt habe. Das verstehe ich nicht. Die werden hier eingesperrt? Ja, wobei eigentlich nicht, ne? Die drei Butler, die ich da reingeholt habe, sind ja quasi freiwillig drin. Was ist hier? Ist das nicht eine Höhle? Oder ein Loch oder so? Keine Ahnung. Sieht so ein bisschen aus danach. Und es ist stockduster. Natürlich. Boah, es ist 12:30 morgens. Meine Güte. Habe ich hier nicht irgendwo... Genau. Natürlich habe ich das. So, wenn ich schon mal hier bin... erstmal handeln. Lass uns handeln. Bevor ich ihm sage, dass ich Blatt wieder umgelegt habe. So, ein Goldbrocken kostet mich 18, drin kriege ich 10. Das lohnt sich also nicht. Da ich genug Geld habe... kaufe ich mir hier mal die ganzen Tränke. Bevor ich dem den ganzen Schrott verkaufe. Kobra 2 brauche ich nicht. Ich habe eine bessere Zweihandwaffe.
So, das behalte ich wie immer. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Da brauche ich nur einen von. Kannst du haben, will ich behalten, kannst du haben. Bolzen kann ich im Prinzip auch hergeben, aber behalte ich mal noch als Geldersatz. Ihr kennt das ja. So, und dann hätte ich hier unten, was denn alles? Kopf der Fangheuschrecke. Weiß ich nicht, ob ich damit nicht da was anfangen kann. Fälle sind immer für Bosper, aber goldene Halskette, goldener Ring. Goblinknochen. Den ganzen Kruschteil, den ich nicht mehr brauche. Mole-Red-Fett brauche ich noch. Panzerplatten vielleicht auch. Skelettknochen garantiert nicht. Drachenblut vielleicht auch. Reptilienhaut zum Feihaut. Die würde ich auch mal behalten. Sicher ist sicher. Den Stahl kann ich mal offscreen schmieden. Dann kriege ich dafür mehr Gold. Ich glaube, Aquamarin ist wichtig für... wie heißt es? Für Runen und Alchemie und so. Aber das Zeug hier brauche ich nicht. Ebenso wenig das Sumpfkraut, streng genommen. Nun mal. Und eine Pfanne brauche ich auch nicht. Eine Hacke brauche ich nicht. Sägen brauche ich nicht. Silberne Schale, Silberkelch brauche ich nicht. Ja, okay. Das war's dann erstmal. Dann gestehe ich ihm mal, dass Bloodwyn tot ist. Wobei das heißt gestehen. Gestehen wäre, wenn ich sage, ich habe ihn getötet. Bloodwyn ist tot. Oh. Gibt ja nicht viele, denen ich das wünsche, aber Bloodwyn ist besser dran, wenn er tot ist. Okay. Interessant. Das juckt den gar nicht, wie es aussieht. Wie geht's denn hier so? Alles klar? Ja, also mach keinen Ärger, dann bleibt auch alles klar. Nee, kein Ärger. Nur die Sklaven befreien würde ich gerne. Aber wenn ihr damit kein Ärger macht, dann haben wir damit auch keinen Ärger. Also von daher alles gut. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwyn aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen, Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen, man wird uns jagen, einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Okay, also dass ihr ausgeschlossen seid und euch hier was aufbaut, das kann ich ja verstehen und auch vollkommen akzeptieren. Aber was gar nicht geht, ist, dass ihr hier Sklaven haltet gegen ihren Willen. Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay, aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorgt dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Nö. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein. Nein. Das macht es uns nicht. Sag ich doch. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Ja. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Vielleicht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Okay, habe ich jetzt denn jetzt die Anweisung von ihm, die Sklaven freizulassen? Er hat ja gesagt... Also ich habe ihm gesagt, habe ich ja ihm gesagt, ne? Ganz schön gesagt und so.
dass er die Gefangenen freilassen soll und er hat gemeint, er kümmert sich um die Wachen da draußen oder um alle Wachen sogar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich ausreicht, damit die Sklaven freigelassen werden. Vielleicht kümmert er sich auch nur um die Wachen da draußen und die Wachen hier drin sind dann doch meine Aufgabe. Ich probiere es mal aus. Ich rede einfach mal mit der Wache hier. Lass die Sklaven frei. Hast du hier... Ich habe mit Torus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Torus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Eine Suppe unten beim Koch. Ja, so ist es. Gut, hey Jungs, ihr könnt frei sein. Ihr könnt gehen. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Schon gut. Wo ist denn der Depressive jetzt hin? Der ist auch schon weg. Verdammt, mit dem wollte ich nochmal reden. Egal. Ich werde ihn bestimmt nochmal finden. Ich meine, so viele Höhlen gibt es ja nicht hier im Sumpf. Oder vielleicht gehen sie direkt zu den Wassermagiern? Keine Ahnung. Warum habe ich ihnen eigentlich nicht gesagt, dass sie einfach den Teleporter benutzen können? Das wäre das Einfachste. Verstehe ich nicht. Naja. Aber wisst ihr was? Das mit dem Teleporter klingt mir nach einer guten Idee und die Wassermagier wird es bestimmt freuen, wenn ich ihnen berichte, dass ich die Sklaven befreit habe. Und genau das werde ich dann tun. In der nächsten Folge. Hey, Moment. Na, langsam, bevor ich die nächste Folge beginne. Hier liegt eine Spruchrolle und ein Lederbeutel. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Führt kein Weg dran vorbei. So, bevor ich jetzt aber zu den Magiern gehe, noch ein letztes Wörtchen mit Torus. Okay, doch nicht. Na gut. Der Galistier hat nichts zu sagen. Also dann sehen wir uns nächstes Mal hinter diesem Teleporter bei den Magiern, wenn sie sich hoffentlich freuen, dass ich die Sklaven befreit habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.